ich bin der Erzähler dieser Geschichte und wir werden heute Minecraft, aber mit 200 Mods spielen, das Ganze 10 Tage überleben. Und was passiert? Du likest das Video, abonnierst den Kanal. Go! Oh, schau dir das mal an! Oh, die Vögel, die zwitschern! Das ist, als hätte ich Minecraft zum ersten Mal gestartet. Und natürlich können wir jetzt Häuser bauen, aber ich will was erkunden und mir diese wunderbar schöne neue Welt angucken. Oh, was steckt denn da an den Bäumen? Lass mal gucken. Oh, Schafe. Ich muss doch Bäume fällen. Ich brauche ein Bett. Mangos. Mhm, dann habe ich ja schon mal hier auf jeden Fall gesunde Ernährung. So, Schafis, ich brauche ja auch gleich ein Bett, ne? Deswegen, es tut mir wirklich leid, ich will das nicht, aber... Eine Map haben wir auch. Und da sieht doch schön aus, oder? Okay, die Biene ist jetzt nicht neu, ne? Aber, oh, was ist das denn da? Fruchtgartenlaub, was? Gib mal her, ich will Äpfel. Oh. Okay, es sind ein paar Äpfel und ein bisschen Holz. Hier ist so viel Kram, den man essen kann. Ich werde doch voll der Specki. Okay, wir holen erstmal ein bisschen Stein mit und ein bisschen Kohle. Wie viele Items sind das denn hier? Ach, Heilige, bis wir das alles herausgefunden haben. Das wird einen Moment dauern. Höhlensounds sind sehr bedrohlich. Was ist denn hier für ein Wind? Ja! Bei dem Feld kannst du Hide and Seek mit den Schafen spielen. Wie soll ich die denn finden? Ich habe ein Bett! Mehr wollte ich gar nicht. Aber warum ist das denn hier so windig? Da wollte ich doch hin. Jetzt bin ich schon dran vorbeigelaufen, weil das hier so schön ist. Okay. Ein roter Hund? Oder braun eher gesagt, aber... So, was haben wir hier? Ruine oder so. Kennst du schon meinen alten Freund Ruine? Nö. Nur ein bisschen Wasser, was hier reingeregnet ist, aber... toll. Ich dachte, das wäre irgendwie was Tolles. Es wirkt alles so friedlich, ne? Mit den Geräuschen und den Vögelchen und... Aber die Sonne geht unter und gleich wird's böse. Kupfer. Hey. Ich bleib mal gleich in dem Kupferloch und dann können wir mal gucken, ob wir aus dem Kupfer und sowas machen können. Es gibt Kupferrüstung und Werkzeug. Für Tag 1 hat Lars sich doch nicht schlecht geschlagen, aber an Tag 2 wird ihn ein Tod ereilen, der mehr als nur peinlich ist. Wird er wieder schlechte Ausreden dafür finden? Die Sonne geht auf, direkt am Meer. Oh, das ist doch entspannt. Und guck mal, hier ist irgendein Tempel. Ich glaube, da müssen wir mal hingehen. Und ich sehe aus wie Iron Man of Wish bestellt. Ein Grab? Okay. Ja, erstmal schön die... Schwein, wehe, du verrätst mich. Ich muss Tote beklauen. Es sind magische Kerzen, die können fliegen. Nee, was ist hier drin? Eisenbeinschutz. Oh, man sieht, was man ausgerüstet hat. Das ist ja cool. Okay, nice. Können wir direkt anziehen. Jetzt sieht es aus, als hätte ich vergessen, eine Hose anzuziehen. Ey, das sieht ja aus wie ein Wüstentempel im Dschungel. Und warum? Da brennt's. Naja, wir... Ja, viel Spaß. Ich guck mal hier rein. Das sieht ja richtig cool aus. Und wir wissen alle, was unten in dem Wüstentempel passiert. Und es hat Boom gemacht. Aber wir gucken mal, komm. Nee, warte hier. Aber dieser Dungeon-Sound, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen... Silberfische? Wie viele? Hört doch auf. Hey, es hört nicht auf. Es sind so viele. Ich werde sterben. Ich bin unsichtbar. Hallo. Oh. Hä? Ich bin noch nie an Silberfischen gestorben. Was ist das denn? Das wurden einfach immer mehr. Ey, wo ist denn mein Grab? Wo? Da unten war ich noch gar nicht. So, jetzt stehe ich hier oben. Danke. Jetzt könnt ihr mir nichts mehr anhaben. Ich komme... Ich wollte sagen, ich muss doch da drankommen. Da sind Truhen. Ah, wir sind dann unten angekommen. Okay, das heißt, hier haben wir keine TNT-Falle, sondern hier haben wir die 1000 Silberfischis. So, oh mein Gott, was liegt denn da an Kram? Lass mal gucken hier. Goldapfel kann ich auf jeden Fall gegen Silberfische gebrauchen. Ein Sattel nehme ich auch. Jetzt habe ich fast den ganzen Tag damit verbracht, in diesem Ding rumzuhängen, um mich mit Silberfischen zu prügeln. Was ist denn das denn? Kapis oder was? Oh, die sind voll süß. Mal, wie viele Schafe sind denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5.000 kleine. Ich werde die zweite Nacht mal dazu nutzen, aus dem Dschungel rauszukommen. Ich habe keinen Bock auf Dschungel. Was bist du denn für ein Creeper? Beach Creeper. Okay. Hallo, wer zu Hause? Hallo? Auf jeden Fall hat der Kohle im Ofen. Der kann nicht weit sein. Kleines Feld, auch nice. Backpack. Baby Backpack. Okay. Da haben wir auf jeden Fall schon mal Platz. Da können wir Sachen reinpacken wie Kohle. Damit sich so eine Schande nicht wiederholt, verbringt Lars Tag 3, 4, 5 und 6 unter der Erde, um sich für den nächsten Kampf zu rüsten. Aber es kommt anders, als man denkt. Tag 3! Juhu! Und da oben ist was zu essen. Ich habe genug zu essen erstmal. Endlich etwas, was uns bekannt vorkommt. Das sieht aus wie ein ruiniertes Portal. Aua. Ach, Magma-Blöcke. Erstmal die Lava hier wegmachen. Das ist ein bisschen anstrengend mit der Lava. Gold. Was sind denn Gold-Platings? Ich habe keine Ahnung, aber
Ja, noch mehr Platz. Nice. Nice, so muss es sein. Jetzt habe ich schon zwei Inventare. Was sind denn für merkwürdige Melonen? Rhabarber. Nice. Das sieht doch nach einer Höhle für uns aus, ne? Ey, wie cool ist das mit der Map? Guck mal. Oberwelt, Unterwelt. Ja, du bist ja auch doof. Ey, jetzt wird's ein Horror-Game. Die Höhlensounds sind so gruselig. Wer macht denn hier diese komischen Geräusche? Ey, au! Hör auf, hör auf, hör auf! Ein Babyskelett? So. Ich hasse es, Babys zu schlagen, aber muss sein. Ich finde hier doch nie wieder raus. Aber guck mal auf der Map, da scheint es irgendein gerades Tunnelsystem zu geben. Oh, ein Minenschacht da unten. Okay, ich bin dabei. Ey, das ist TNT? Okay. Ei. Ey, das war voll in deinem Kopf, mein Freund. So. Du bist ein sehr trauriger Creeper. Oh. Ich will dein Freund sein, aber spreng mich nicht in die Luft. Nein. Oh. Ich habe noch nicht eine Kiste gefunden. Da ist noch so ein Kackspinnenspawner. Oh, Diamanten. Noch ein Diamant. Diamanten. Ich habe völlig Zeitgefühl verloren. Also laut der Aufnahme sind wir hier schon 3 Tage unten. Oh. Wow. Beste Minecart. Wow. Könnte ein bisschen Kohle gebrauchen, weil ich bin leicht out of Fackeln. Oh, Creeper. Traurige Creeper. Ich glaube, wir machen hier in der Sackgasse uns jetzt erstmal so einen kleinen Zwischenstand. Oh, ich kann ja aus Eichenholzbrettern Kohle machen, ne? Nee, da kommt nur verkohlte Planken raus. Was? Okay, keine Kohle, keine Base. Oh, Tageslicht. Die Sonne steht oben. Es müsste am 6. Tag sein. Ein Zimtstamm? Und ich kann daraus kein Holz machen. Lol. Zimtsetzli. Ich wollte mir ein Boot machen, Mann. Was bist du denn? Was seid ihr? Was sind das für welche? Hallo? Iguana. Cool. Was ist denn das da hinten? Mann, ich muss doch irgendwann mal irgendwo ankommen. Wieder nur ein Brunnen, aber da sind Smaragde drin. Und was ist das hier für eine Lavasäule? Das sieht aus, als wäre hier mal ein Meteorit mit Erzen eingeschlagen oder so. Rhinoceros. Chill, Mann. Chill. Chill. Ich hab dir nichts getan. Rhinoceros, nein. Okay, ich hoffe, du kannst nicht gut schwimmen, Rhinoceros. Rhinoceros. Toll, es geht doch noch meine Axt kaputt. Genau jetzt. So. Geh weg jetzt. Geh weg. Es wird dunkel, Mann. Ich will schlafen. Geh doch. Oh. Nach dem epischen Kampf mit dem Rhinoceros zieht es Lars an Tag 7 in Richtung Wüste, wo er endlich Bekanntschaften macht. Noch ein Grab. Wer auch immer mitten im Mesa-Biom ein Grab baut mit 2 Truhen. Nice. Nicht nice. Ey, was ist das denn hier? Was ist das denn? Ein Wüstenmenschen? Ich habe Freunde gefunden. Hallo, meine Freunde. Ihr habt hier eine sehr merkwürdige Dorfkonstruktion. Aber hi, Kollege. Keelan Gessler, der Kartografierer. Aha. Hier rennen Wachen rum? Das ist wirklich eine Wüstenmenschen. Okay, warte. Wie cool ist das bitte hier unten drinne? Und dieses kleine Ausgrabung. Es ist ja mega nice. Und hier ist eine Höhle. Okay, das heißt, hier wohne ich jetzt. Das müssen wir gucken, dass wir hier noch so ein bisschen kleine Base hinbekommen. So als Übergangsstützpunkt. Weil hier geht es halt auch echt hart runter. Und nicht mal Stuff für eine Truhe. Das ist halt echt schlimm. Und hier gibt es kein Holz, kein nix, toter Busch. So tot sieht er gar nicht aus. Irgendwo ist hier eine Hexe. Das ist ja voll anstrengend. Geh weg. Ich will Ruhe. Keine Erde im Backpack oder so. Sonst hätte ich. Oh, guck mal hier. Wir haben doch Fruchtgartensetzling. Lass mal gucken. Noch Mehl, zack und ab dafür. Wachse jetzt, danke. Wow. Wow, okay. Er ist ein bisschen größer geworden als gedacht. Vor allem aus. Ist mein Erdblock jetzt weg oder? So, mein Freund, der Fruchtbaum. Ah, guck mal, da oben sind jetzt Früchte und die müssen halt erstmal reifen. Man sitzt da. Da, hallo. Hallo. Okay. Kann ich eigentlich Holz mischen für eine Truhe? So. Jep, kann ich. Sehr schön. Hä? Ist nicht dein Ernst, Hexe. Kriegst jetzt echt auf die Nase hier. Ist schon platt, aber ich hau nochmal drauf. Tag 8 war für die Wüstenmenschen. War aber nicht von langer Dauer, denn Lars war ein bisschen dumm. Holzmenschen, ich komme. Wüstenmenschen, ich bin unterwegs. Okay, ich werde mich hier einfach reinbauen, weil ich komme hier sonst nicht rein. Klar, in der Gefängniszelle. Aua.
Alter, haut der zu! Gut, dass ich direkt hier meinen Respawn-Punkt gesetzt habe. Das war aber schon sehr hart. Geh doch mal weg jetzt hier. Ich will meine Sachen. Geh weg. Okay, wir alle wissen, wie eine Mansion aussieht. Und ich glaube, uns erwartet hier nichts Neues, sondern nur eine Wüstenvariante. Oh, das ist gut. Das kann man alles mit... Oh, Diamanthacke. Nice. Eine Leine. Aber ich gehe lieber in die Pyramide, weil hier wird uns nicht mehr so viel erwarten. Die Pyramide hatte dafür umso mehr zu bieten. Fallen, Massen an Monster und wirklich ein schönen Loot im Sarkophag. Das war dann auch Tag 8 und 9. Ich bin der König der Pyramiden! Aber jetzt lass mal gucken, geht's hier rein? Nicht so richtig rein und Alter, die machen Geräusche, ist ja der Wahnsinn. Was ist denn hier los? Wo kommt ihr her? Oh mein Gott, das werden ja immer mehr. Wo kommt... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hallo? Uff, wo kommt ihr alle her? Wo kommt ihr denn alle her? Aua, 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 wo kommst du her? Geh weg jetzt! Ah, guck mal. Hier gehen Treppen rauf. Ich glaube von... Da, guck mal. Ja, dann schießt euch doch selber ab, ihr Helden. Ich gucke jetzt erstmal hier rein. Oh, Verbrennung 2. Ein bisschen Eisen, nice. Ach, guck mal. Jetzt weißt du, wo die Skelette herkamen. Geh weg. Geht weg. Geht weg. Das sind zu viele. Das werden immer mehr. Aber hier drin ist man halt auch echt hart gefangen, ne? Oh mein Gott, ich bin gefangen in Lava. Alter, wie mies. Wie mies. Wie mies wollte man mich... Alter. Wie soll man denn hier keine Albträume bekommen? Alles gut bei euch da draußen. Okay. Ich glaube, da ist der Sarkophag. Ich glaube, wir sind in der Main-Kammer angekommen. Wie laut ist das denn hier bitte? Wie laut? Lol, 5 Diamanten. Wo ist das Skelett? Alter, ich flipp aus. Guck mal, wie geil, ne? Der Kopf und das Skelett. Als würde er hier drinnen liegen. Und ich will nicht sagen, aber die Geräuschkulisse ist ja brutal. Okay, was ist das da? Ein Soulstar. Bosses of Mass Destruction. Offensichtlich irgendeine Dimension mit Bossmonstern. Ich gehe wieder. Ach, du Heilige. Oh, alles voll. Nicht nur drinnen, auch draußen. Sind das Mäuse? Oder was sind das? Wüstenbiber? Ein Degu. Ich weiß nicht, was ein Degu ist. Aber Diamantspitzhacke. Yes. So muss das. Eisenklamotte, Diamantwerkzeug. Tag 10 diente dazu, das Gefundene mal zu verwerten, sich vorzubereiten für die nächsten 10 Tage und einfach ein bisschen Ordnung zu schaffen. Und damit du auch ein bisschen Ordnung hast, like das Video, abonniere den Kanal und dann wirst du kein weiteres Video mehr verpassen. Wir sehen uns. Ciao. Mit V.